Vor wenigen Tagen hatte ich eine Analyse zum Celtics Big Man Robert Williams gemacht, dem Gegenteil eines sogenannten Einhorns. In dem Video ging es darum, dass man keine besonderen oder einzigartigen Skills haben muss, um wertvoll für sein Team zu sein. Heute geht es wieder um einen Big Man, der allerdings nicht unterschiedlicher zu Williams sein könnte, denn Jaren Jackson Jr. bringt viele dieser für Center unübliche Fähigkeiten mit, weshalb sein Potenzial auch enorm groß ist. Nach zwei vielversprechenden ersten Jahren in der Liga ging seine Zeit in der Orlando Bubble abrupt zu Ende, als er sich einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen hatte. Diese Verletzung kostete den 22-Jährigen fast die komplette letzte Saison, er absolvierte gerade mal 11 Regular Season und 5 Playoff Games. Nach so langer Pause zurück ins kalte Wasser geworfen zu werden, sofort in wichtigen Spielen wie den Play-In-Games oder gegen Utah in der ersten Runde eingesetzt zu werden, ist keine leichte Aufgabe, speziell für einen so jungen Spieler. Jackson konnte deshalb auch nicht so wirklich das zeigen, was ihn speziell mehr davor so ausgezeichnet hat. Ich möchte heute mal über dieses junge Einhorn reden, wir schauen auf seine offensive Einzigartigkeit und defensiven Qualitäten, gucken aber auch auf Bereiche, in denen er sich noch verbessern muss. Gefallen euch meine Videos, lasst gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Jaren Jackson Jr. legte in der letzten Saison 14,4 Punkte pro Spiel auf, in den Playoffs 13,6 und in der Saison davor 17,4. Wirklich gut hat er in dieser wenigen Zeit nach seiner Verletzung nicht gespielt, Effizienz und Volumenwerte sind nicht mehr in der Nähe von denen aus der Vorsaison. Fangen wir aber mal direkt mit seiner ersten großen Stärke an, nämlich dem Wurf. Jackson traf 36% seiner Dreier als Rookie, explodierte dann im Jahr danach, als er mehr als doppelt so viele Versuche auf 100 Ballbesitze nahm und dabei 40% seiner Dreier verwandeln konnte. In den 16 Spielen nach seiner Verletzung traf er aber leider nur 28%, eine Zahl, die aber, denke ich, keine Widerspiegelung von dem ist, was er als Shooter kann. Jaren Jackson Jr. kann verdammt nochmal werfen, er gehörte vor seiner Verletzung zu den absolut besten Shooting Bigs der NBA und ich denke, das wird er auch wieder. Vor allem das Volumen von über 11 Versuchen pro 100 Ballbesitzen sind absolut crazy und das lässt sich dadurch erklären, dass er ein unglaublich variabler und vielseitiger Werfer ist. Es sind nicht nur Spot-Up, Catch-and-Shoot-Dreier wie bei den allermeisten anderen Bigs, die Grizzlies nutzen ihn noch als Trailer in der Early Offense. Das bedeutet, er lässt sich etwas zurückfallen, sein direkter Gegenspieler, oft ein anderer Big Man rechnet nicht mit einem sofortigen Wurf und schon ist man offen. Natürlich sehen wir auch immer wieder Pick-and-Pop-Spielzüge, das ist aber auch nicht gut verteidigt hier von den Wolves. Oder solche Go-Screen-Geschichten, bei denen er den Screen nur antäuscht und dann sofort hinter die Dreierlinie geht. Auch das können noch einige andere Big Men, was aber die wenigsten können, ist aus der Bewegung zu werfen, über Screens in Würfe reinzugehen, das ist der große Unterschied. Die Memphis Grizzlies laufen mehr Hornformationen als die meisten anderen Teams, immer wieder auch mit Jaren Jackson Jr. als Werfer. Ein beliebter Spielzug dabei ist das sogenannte Horns Flare, bei dem Jackson auf dem Elbow startet, sich dann freiläuft und abdrückt. Hier, Morant hat den Ball und wenn ihr zwei Spieler so angeordnet seht, dann könnt ihr euch gleich Horns merken. Jackson geht dann aber über einen Flare-Screen, der gegen sein Matchup Zion gestellt wird und kommt zu einem guten Look. Sagen wir es mal so, es gibt nicht mehr als eine Handvoll Big Men in der NBA, für die du so einen Spielzug regelmäßig laufen kannst, da reden wir schon über Towns, Porzingis, Bertans, mehr fallen mir da jetzt direkt auch nicht ein. Die Grizzlies laufen Stagger-Screens für den 22-Jährigen wieder, wie viele Big Men gehen komfortabel über einen Stagger? Oder hier stellt ihr in der Weak Side den Hammer Screen, wisst ihr eigentlich, was es für ein Luxus ist, wenn du dann direkt in die nächste Action gehen kannst als Offense, weil dein Big Man ein freaking Movement Shooter ist? Könnt ihr euch noch an mein Buddy Hield Video erinnern, als ich über dieses Screen the Screener Plays der Kings geredet habe? Die sind ja so schon ziemlich cool, aber wie nice ist es denn bitte mit einem 2,11 Meter großen Spieler als Werfer? Der entscheidende Vorteil dabei ist, dass jemand wie Hield in der Regel dabei von schnellen Guards oder Wings verteidigt wird, die gut hinterherkommen, während es hier Montrezl Harrell ist, dem das eben nicht so leicht fällt. Das ist der große Vorteil beim Basketball, Small Ball ist schön und gut, weil kleine Spieler eben in der Regel andere Skills haben, aber wenn du größere Spieler hast, die dir genau das gleiche geben können, dann umso besser. Der große Bonus obendrauf sind dann aber noch solche Pull-Up-Shooting-Ansätze, die Fähigkeit aus dem Dribbling direkt in den Wurf zu gehen. Das sahen wir vergleichsweise selten bisher und überhaupt noch nicht nach seiner Verletzung, aber wenn das ein Bereich seines Games ist, den wir häufiger zu sehen bekommen, dann gute Nacht. Jaren Jackson Jr. kann werfen, er hat echte Gravity und echte Shooting-Skills, egal wie und von wo. Das macht ihn vor allem als Center verlockend, eine Position, die aber bisher nur eine Hälfte seiner Zeit auf dem Parkett gespielt hat. Letzte Saison teilt er sich das häufig mit Jonas Valanciunas, stand häufig mit ihm zusammen auf dem Parkett, dieser ist nun aber nicht mehr da. Ich denke, Jackson ist mit seinen Fähigkeiten als Werfer langfristig am besten auf der 5 aufgehoben, ich denke, da liegt seine Zukunft, da können seine Stärken maximiert werden. Nun, beim Shooting hört die Verlockung aber noch nicht auf, es geht weiter mit einem ebenfalls für Center untypischen Face-Up-Game. Er attackiert Closeouts, die natürlich aufgrund der Gefahr als Werfer hart gelaufen werden müssen und gegnerische Bigs mögen nicht nur Closeouts generell nicht, sie mögen es erst recht nicht, wenn du darauf dann mit einem Drive zum Korb reagierst. Hier ist Gobert der Leidtragende, der nicht hinterherkommt und schließlich auf dem Poster landet. Und es sind eben nicht nur solche krachenden Dunks, hier packt der 22-Jährige den soften Runner aus, den niemand blocken kann.
Über Screens gehen und werfen ist cool, wisst ihr, was aber auch cool ist? Über Screens gehen und dann aus dem Dribbling den Korb anzugreifen. Um diese Horns Flare Plays ging es vor ein paar Minuten. Hier sieht man es wieder, große Defender mögen es nicht, sich um Screens herumzukämpfen. Und hier switchen die Spurs das gleiche Play. Problem dann ist, dass LaMarcus Aldridge ihn im 1 gegen 1 verteidigen muss. Aber wer sagt, dass Big Man nicht selber der Pick-and-Roll-Ball-Händler sein können? Und wer sagt, dass man die Rollen beim Dribble-Handoff nicht auch einfach mal vertauschen kann? Das ist der Luxus, jemanden wie Jaren Jackson Jr. im Team zu haben. Mit ihm kannst du Dinge machen, die du mit 99% der anderen Spieler eben nicht machen kannst. Er hat tolle Handles und ist ziemlich mobil, hat eine wundervolle Fußarbeit in Kombination mit diesen gigantisch großen Schritten und er mag diesen Spin-Move, mit dem er von links nach rechts geht. Trotzdem kann er auch ein klassischer Big Man sein, der Screens stellt und dann hart abrollt. Oder aus dem Post für sich selber kreiert, gebt euch wieder diese Fußarbeit. Ich hoffe so sehr, dass er nächste Saison gesund bleiben kann und wieder voll angreift, damit er dieses enorme offensive Potenzial ausschöpfen kann. Denn bisher haben wir leider nur eine Idee von einem 22-jährigen Jaren Jackson Jr. Es gilt nun daraus, einen Spieler zu formen, der wirklich aktiv zum Gewinn beitragen kann. Die Grizzlies waren in den beiden letzten Jahren jeweils deutlich besser, wenn er nicht gespielt hat, und ich hoffe auch, das ändert sich, wenn er wirklich mal zum Vollzeit-Center gemacht wird. Der kann aber nur sein, wenn er in der Lage ist, die wichtigste defensive Position im Basketball zu begleiten. Auch hier sind die Ansätze wunderbar. Jackson Jr. ist ein toller Rim-Protector und bärenstarker Shotblocker, speziell ist der Weakside, hier rotiert er rein und schlägt Hardens Floater weg. Er hat schnelle Füße, ist wahnsinnig mobil für seine Größe und eine Besonderheit, er blockt viele Versuche, bevor sie die Hand des Angreifers überhaupt verlassen haben. Jaren Jackson Jr. switcht problemlos raus zu kleineren Spielern, wie hier Bradley Beal. Und er jagt Gegenspieler um Screens herum, fühlt sich ziemlich wohl auch weiter weg vom Korb. Wir haben gesehen, dass er neben einem anderen defensiven Center funktioniert. Die Frage ist nun, kann er der defensive Center und somit wichtigste Teil einer hoffentlich ziemlich guten Defense sein? Ich denke schon, auch wenn es einige Bereiche gibt, in denen er wirklich noch zulegen muss. Jackson ist relativ schlaksig und dünn, hat Probleme gegen die großen, schweren Center, die Joel Embiid, Nikola Jokic und selbst Anthony Davises. Er foult viel zu viel, mehr als 94% aller anderen Spieler auf seiner Position. Und er geht zu leicht durch Fakes in die Luft. Manche Probleme sind körperlicher Natur, andere haben mit Erfahrung zu tun, das sind aber alles Dinge, an denen man arbeiten kann. Ansätze hat er gezeigt, hier als Drop Defender gegen Kawhi Leonard. Und schaut, wie schnell er hier reagiert und den Thais-Versuch blockt. Alles in allem ist Jaren Jackson Jr. ein wahnsinnig verlockender junger Spieler, der alles Talent der Welt hat. Viel davon hat er in der vorletzten Saison auch schon gezeigt und ich hoffe, noch mehr davon werden wir in der nächsten Spielzeit zu sehen bekommen. Die Memphis Grizzlies haben so eine interessante und vielversprechende junge Truppe, von der wir hoffentlich viel erwarten dürfen in der Zukunft. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!